Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Nadine von Hängebauchmaus. So, jetzt habe ich schon wieder ein Auspackvideo für euch. Ihr müsst ja auch denken, ich habe nichts anderes zu tun, als einzukaufen. Ne? Das war ein bisschen unglücklich, im letzten habe ich es ja schon erzählt oder angedeutet. Ich wollte ja eigentlich auch die Schneckenpost haben. Und leider war die auf Nachlieferung, nein, nicht auf Nachlieferung, auf nicht bestellbar. Und es gab keinen Termin, wann die dann wieder kommt. Und naja, ein bisschen ungeduldig war ich dann schon. Und dann habe ich halt bestellt, ne? Und 4 Tage später war es wieder bestellbar. Dann habe ich also noch meine Bestellung rausgejagt. Und dabei ist es natürlich nicht geblieben. Das könnt ihr euch denken. Ihr seht ja hier schon den Haufen. Es ist aber diesmal nicht so viel. Aber ihr wisst, es ist noch Celebration. Das heißt, ich habe das ganz genauso ausgenutzt, wie andere das auch tun, noch ein paar Prämien zu ergattern. Und das könnt ihr natürlich auch für euch nutzen. Ne? Also geht noch bis Ende Februar. Habt ihr noch Zeit, da könnt ihr hier super tolle Prämien ergattern. Ich habe euch ja im letzten Auspackvideo schon einiges gezeigt. Ich habe jetzt natürlich Sachen, die ich schon habe, aber ich zeige es euch dann trotzdem. So. Und ich habe mir dieses Gastgeberinnen-Set bestellt. Das ist jetzt im aktuellen Mini-Katalog. Denn das Gastgeberinnen-Set hier, dieses Moment, das hier, das habe ich euch ja schon gezeigt. Und jetzt dachte ich, das brauche ich ja nicht nochmal. Das habe ich jetzt schon. Und das kann ich auch ganz normal bestellen. Deswegen habe ich das genommen. Und zwar ist das, wie der Name schon vermuten lässt, so eine Art Sammelstempelset, wo aus verschiedenen aktuellen Stempelsets Motive enthalten sind. Und zwar nicht die gleichen, die in den jeweiligen Stempelsets sind. Also zum Beispiel gibt es diese Libelle in dieser Form nicht im Libellengarten. Ich schau mal, dass ich es schnell finde. Schlechte Vorbereitung, wie immer. Ich habe sie doch erst gebraucht da. Also ihr seht, es ist nochmal eine andere Libelle. Das hier ist aus dieser Reihe Floral. Ach, wie heißt sie denn? Seht ihr? Die habe ich mir nicht bestellt. Das ist nicht ganz so meins, aber ich weiß, ganz viele lieben die. Jetzt muss ich mal gucken, wo die ist. Ich meine, ist es diese Art Galerie da? Kann ich mir vorstellen. Also auf alle Fälle sind das Blümchen, die es so in diesem Stempelset hier auch nicht gibt. Und so ist das auch mit diesen hier, den Hortensien ist das. Die sind hier, das Stempelset da, und ihr seht, das ist schon ein anderes Motiv. So, und ich fand das eigentlich ganz nett. Ich lege jetzt mal den Katalog wieder weg. Dass da so ein bisschen von jedem was dabei ist. Also gerade so die Libelle, das spricht mir natürlich sehr an, und dieser Zweig und so, das kann man auch echt noch super verwenden. So, und da habe ich halt dieses Set genommen. Libellengarten habe ich jetzt nicht genommen, das war schon. So, und natürlich die Schneckenpost. Die war ja, also ihr habt die ganz bestimmt schon bei ganz vielen gesehen. Die ist ja wirklich auch echt oberniedlich. Auf Deutsch, ganz wichtig. Also für mich wichtig, weil in diesem Mini-Katalog ist natürlich extrem viel auf Englisch. Und das fand ich toll. Das ist auch echt ein cooles Set, wenn man mal verspätet dran ist. Und da gibt es natürlich die passenden Stanzen dazu. Ich mache sie jetzt mal auf für diejenigen, die sie noch nicht gesehen haben. So. Und zwar könnt ihr dann diese Stempelmotive natürlich, die könnt ihr ausstanzen. Also auch die Sprechblase zum Beispiel.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Briefmarke geht, weil die sieht ein bisschen kleiner aus hier. Muss es mal schauen. Die ist tatsächlich kleiner, ja. Aber ihr könnt damit hier zum Beispiel einen Brief basteln. Ihr habt eine größere Briefmarke. Hier habt ihr auch diese Pilze. Die könnt ihr auch extra noch ausstanzen und kleine Herzchen. Also das ist schon echt super schön, ne? Und im Netz wimmelt es ja im Moment schon gerade vor lauter Bastelideen, was die Leute damit alles schon gewerkelt haben. Und ich finde das ja auch alles ganz niedlich. Also es gibt ja da Leute, die sagen, sie brauchen das nicht. Ich brauche es. So, dann gab es diese kleinen Herzchen dazu. Einmal in weiß und einmal in rot. Dann diese Kordeln. Ich habe mir halt gleich die ganze Produktreihe bestellt. In rosa und weiß. Das Weiß, denke ich, kann man auch super gut einfärben in anderen Farben mit Blends oder Markern. Und natürlich Designpapier. Das schauen wir jetzt mal zusammen rein. Also ich kenne es ja bisher auch nur aus Videos. Raschel, raschel. Ihr seht, ich habe geübt. Ich zerrupfe das nicht mehr alles so. Hier habt ihr wie immer die Farben draufstehen, die drin sind. Anthrazitgrau, Bermuda, Blau, Kirschblüte, Osterglocke, Glutrot und Flüsterweiß, was es ja leider nicht mehr gibt. Aber ich denke, das harmoniert sich ja auch ganz gut mit dem neuen Grundweiß. Also hier habt ihr einfach ein Blatt. Das ist übrigens 12x12 Inch. Und also große Blätter. Hier habt ihr halt von jedem Design immer zwei. Einmal diese tollen Schnecken. Ich weiß jetzt nicht, ob man die auch ausstanzen kann, aber die, ich meine, das sind Umrisse, die sind extrem einfach. Ne? Die kann man auch ausschneiden. Und auf der Rückseite habt ihr, das ist jetzt diese Kirschblüte, so einen ganz dezenten Hintergrund sozusagen. Dann habt ihr das hier in Blau. Die sind auch echt herzallerliebst, ne? Mit Brief im Mund. Entschuldigung, jetzt habe ich die Kamera angebumst. So, und das, also das ist natürlich auch, sowas finde ich immer echt toll. Das ist ja sehr neutral. Das könnt ihr ja zu jedem anderen Thema auch benutzen, ne? Hier, große Pilze. Das ist auch ganz klasse. Und auf der Rückseite Herzchen. Ganz viele Herzchen. Und hier wieder Schnecke mit Bart. Bin ich mir ganz sicher, habt ihr in der Realität noch nicht gesehen. So, und hier also auch ganz toll dieser Hintergrund ist also schon mega. Deswegen musste das Papier nochmal zusätzlich mit. Also das ist ja einmal in der Produktreihe mit drin und ich habe es mir dann nochmal zusätzlich bestellt. Hier mit Briefchen und Geschenkchen. Und auf der Rückseite ist es so. Also ich finde diesmal wirklich jede Seite echt toll. Das habe ich ganz selten bei Designpapier, muss ich sagen. Meistens gefällt mir ja dann irgendwie nur die Rückseite oder hier mal eine Seite und da mal eine Seite. So. Hier haben wir auch nochmal Pilzchen. Und hier Hallo in verschiedenen Sprachen. Hallo, Hello und Bonjour, ne? Ich glaube, eine andere Sprache sehe ich jetzt nicht hier. Also ganz toll. Das eignet sich sicherlich nicht nur für Kartenhintergründe, weil da kann man ja auch extrem toll stempeln. Also auch für Verpackungen, Alben und sowas finde ich das echt klasse, ne? So, jetzt räumen wir das mal zur Seite. So, dann habe ich mir was bestellt. Da habe ich ein bisschen schon, also ich habe immer hin und her überlegt. Und zwar habe ich mir jetzt den Papierschneider gegönnt. Immer mal wieder ist bei uns im Team die Diskussion aufgeflammt, besonders wenn neue Mitglieder dazukommen. Ist der denn gut? Ist der nicht gut? So, und jetzt hat es mich gerappelt, ne? Ich habe vorhin schon mal reingeguckt. Ich habe schon die Schneideklinge vertauscht. Ich bin das von meinem alten Schneider gewöhnt, dass die Falzklinge, das ist die graue hier, oben ist und die Schneideklinge unten. Und es war aber umgedreht. Da dachte ich mir, oh, das ist schlecht mit meiner Angewohnheit. Jetzt arbeite ich da schon so lange mit dem anderen Brett. Und die kommt ja mit diesen Inch-Angaben hier. Also habe ich mir auch gleich diese Umrüstschiene, keine Ahnung, wie man das nennt,
Mitbestellt, steht hier irgendwas drauf, wie man das nennt? Klingenführung. Ja, man kann es auch elegant ausdrücken, ne? die hat Zentimetermaße. So rum. Weil ich arbeite fast immer mit Zentimeter. Das bisschen, was ich mit Inch arbeite, also da lohnt sich das jetzt nicht. Es gibt doch ab und zu Projekte, wo man diese Maße hier an der Seite echt gut braucht. Also das kann man dann hier austauschen. Ich meine, das ist auch gar nicht so schwer. Das können wir jetzt gleich mal machen vor der Kamera. Also man muss es hier einfach rausklicken. Und dann hier wieder reinklicken. Und zack, ist drin. So. Also jetzt hat die natürlich noch keine Schneideklingen. Die kann man, hier gibt es so eine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so eine Vertiefung zur Seite quasi. Und da kann man die hier so rausheben. Und das hat das andere natürlich auch. Und da kann man das dann auch wieder reinschieben. Das machen wir jetzt auch gleich. Dann habe ich das sofort erledigt und muss das dann später nicht machen. Und ich bin echt gespannt. Die packe ich halt jetzt hier wieder ein. Die kann man ja aufheben. Vielleicht braucht man sie mal, ne? Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie zufrieden ich bin. Mein Brett bisher war auch okay. Was mich gestört hat, war, dass die Klingen, die Schneideklingen, doch mittlerweile immer sehr, sehr, sehr schnell stumpf werden. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ist mit dem hier. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe mir auch einen Ersatzpack bestellt. Wo habe ich den hingelegt? Der liegt gar nicht hier. Also ich habe mir einen Ersatzpack Klingen bestellt. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so spannend, das zu zeigen. Das sind einfach nur 4 Stück von den Klingen. Von den Schneideklingen. Der ist jetzt hier irgendwo rumgeflogen. Ich weiß gar nicht wo. So, also. Das war gar nicht geplant, aber ich habe dann irgendwie doch zugeschlagen. Ich wollte noch aufrunden für die nächste Celebration-Prämie, ne? So, dann habe ich mir bestellt 2 Embossing-Folder. Ich habe die jetzt auch vorher schon mal aufgemacht und ich habe sie euch einmal durch die Stanzmaschine gekurbelt, weil ich finde, mit diesen Ausdrucken hier, also mir geht es so, kann ich immer wenig anfangen, weil ich nicht weiß, wie sieht es dann auf dem Papier aus. Und dann sehe ich immer ein paar Bastelprojekte und denke mir, oh, das muss ich doch haben. Deswegen habe ich das für euch jetzt einmal durch die Maschine. Das sind 2x3D-Prägeformen. Das heißt, ihr braucht diese 3D-Platte dafür, diese blaue, beziehungsweise bei der neuen ist sie, glaube ich, grau, bei der neuen Stanzmaschine. Und so sieht das aus, wenn ihr das dann durchgekurbelt habt. Und hinten so, also sehen beide Seiten sehr hübsch aus. Könnt ihr euch aussuchen, welche. Das ist die Prägeform Grazile Diamanten. Da. Und die andere, das ist die Textil mit Stil. So, die ist etwas dezenter, finde ich. Ich zeige es euch mal. So, das ist also die erhabene Seite, das was nach oben rauskommt. Und das ist von hinten. Und ich mache mir das tatsächlich für mich selber auch immer so, diese Sachen, die ich mir durchleihe. Ich zeige euch mal, wie ich es aufbewahre. Also ich habe noch nicht so viele. Deswegen habe ich die hier. Also ich nehme jetzt einfach mal die Nummer 1 Steppmuster. Die wird von mir hier oben beschriftet. Die kriegt eine Nummer. Da schreibe ich hin, ob es ein 3D-Prägefolder ist und wie es heißt. Weil das ist wichtig, wie ich das Sandwich baue. Und genau die gleiche Beschriftung bekommt auch das Papier, was ich da durchgeleiert habe. So, das heißt, die Prägefolder stehen jetzt hier hinten. Und ich muss mir die nicht immer alle hochholen, sondern ich kann mir einfach die Papiere nehmen. Also wenn es noch mehr werden, muss ich die, glaube ich, auch mal lochen. Und dann sehe ich immer gleich, wie das aussieht auf den Papieren. Und das finde ich für mich wesentlich einfacher zu handhaben. Genau, also so bewahre ich die mir im Moment auf. Also solange ich davon noch nicht ewig viele habe, geht das auch noch super. So, dann legen wir die auch mal zur Seite.
Dann habe ich mir noch was aus dem Hauptkatalog bestellt. Das stand auch schon ein bisschen länger auf meiner Wunschliste. Und jetzt durfte es mit. Das hat auch viele deutsche Sprüche in einer super schönen Schrift. Und also Kirschblüte geht ja auch immer. Jetzt kommen ja dann auch wieder Frühlingstage, da kann man dann auch wieder Osterkarten, Geburtstagskarten und sowas damit basteln, ne? Also, das ist jetzt nichts Neues, das ist ein Gumpi-Stempelset. Ich weiß gar nicht, ob das nicht schon das zweite Jahr im Jahreskatalog drin ist. Das könnte es sein. Ich will aber nichts Falsches sagen. Und jetzt durfte es bei mir einziehen. So, dann habe ich ja in letzter Zeit immer sehr viel Massenproduktion gemacht. Und das heißt, das Papier ist mir ein bisschen ausgegangen. Ich habe dann mal in meinem Papierwagen geschaut. Und ich habe mir jetzt, also ich bestelle mir gern diese Mischsets, wo ihr von jeder Farbe zwei Blatt drin habt. Da habe ich mir zweimal die Neutralfarben bestellt. Einmal die Signalfarben und einmal die Prachtfarben. Die Pastellfarben hatte ich noch genügend. Und das, was ich gar nicht mehr hatte, war Calypso. Ich glaube, das ist sogar in den Pastellfarben drin. Ich bin mir gar nicht sicher. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich einmal ein Packen nur Calypso bestellt, weil im Moment fahre ich echt auf die Farbe ab. Und ja, also das waren so Basics, die ich mir bestellt habe. Und natürlich jetzt noch die Celebration. Also, ich habe ja die Sachen schon. Ich habe das Eselset schon. Und ich habe das Ombre-Papier. Ich liebe es. Das habe ich jetzt, glaube ich, das ist das vierte Mal oder so. Und fruchtige Grüße habe ich auch schon einmal. Das ist ja eine 120er Prämie. Die kommt nämlich mit Designpapier und diesem tollen Stempelset. Und ja, also ich brauche das jetzt nicht zweimal. Ich habe es ja jetzt schon einmal. Aber die nächste Verlosung kommt bestimmt irgendwann. Mein Ziel ist ja, dass mein Kanal wächst. Und dann gibt es bestimmt mal wieder Gelegenheit für eine Verlosung. Und ganz sicher freut sich dann da jemand über sowas. Und ja, das war es eigentlich schon. Also es war jetzt tatsächlich ein übersichtlicher Einkauf. Waren nicht ganz so viele Sachen, aber die Schneckenpost musste ich unbedingt noch haben. Und ich wollte auch zeitnah mal was damit machen. Und nicht erst am Ende vom Mini-Katalog oder so, weil ich weiß ja nicht, was im nächsten Mini-Katalog so für tolle Sachen drin sind. Und ja, das heißt, ich habe jetzt noch mehr Material, was in meine Schränke eingeräumt werden muss. Und ganz viele Sachen, mit denen ich basteln kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Daumen, Däumchen hoch, freue ich mich immer. Kommentare finde ich auch super. Die beantworte ich auch alle fleißig. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaut bei meinen nächsten Videos wieder rein. Da kommen natürlich wieder Bastelvideos auch, nicht nur Einkaufsvideos, ne? So viel Geld kann man ja gar nicht ausgeben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!